Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tombi 2 bzw. Tomba 2. Wir haben heute den 11.11. Nicht 11.11 Uhr. Schon, glaube ich, ein bisschen später. Ich weiß es jetzt gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Moment. 11.57 Uhr. Mahlzeit. Ja, ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und ich sehe gerade, ich übersteuere ein wenig. Deswegen mache ich das Mikro gerade mal ein bisschen weg. So, ich habe mir hier was aufgeschrieben. Und zwar, Höhle geradeaus. Nee, Quatsch. Hölle habe ich geschrieben. Hölle geradeaus Blume gießen. Das heißt, wir müssen uns irgendwann noch Wasser holen. U-Bahn. Das ist, denke ich, nicht die U-Bahn. Und mir wurde wieder ein Kommentar geschrieben von dieser einen Person. Ich habe mir eben gerade den Kommentar nochmal angeguckt. Ich habe aber nicht gelesen, von wem er war. Ich hoffe, du fühlst dich angesprochen. ja, und zwar bei der Waschmaschine müssen wir einfach nur vor der Waschmaschine stehen und den Dreckklumpen im Menü auswählen. Musik. Gut, wo sind wir hier? Bergwerksstadt. Nee, ich möchte nicht speichern. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zu der Waschmaschine. Es ist schon ein bisschen her, ja. Es tut mir leid, aber irgendwie habe ich nicht so wirklich Lust gehabt. Beziehungsweise habe ich es auch teilweise vergessen, ausgeblendet, aufzunehmen. Da müssen wir runter. So. Gut. Dann Dreieck war es, ne? So. Überraschungsdreckkugel. Okay. Was war denn? Blaue Gegenstände kann man benutzen. Das machst du mit X. Okay, dann machen wir mal die normalen Dreckkugeln erstmal. Okay. Oder muss ich hier stehen? Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Nein, falsche. Ah, jetzt sind die auch anders eingefärbt. Guck mal. Guck mal, na guck. Ah. Ein Haufen Scheiße. Könnte auch ein Kondom sein. Ich hoffe mal, ihr hört die Autos nicht von draußen. Ton erhalten, okay. Dafür war das Ding auch, glaube ich, überhaupt da, dass wir Ton erhalten. Ja, wie gesagt, ich hoffe mal, ihr hört die Autos nicht draußen, weil die Straße ist nämlich nass und dann hört man das immer. Okay, ich muss also auf der anderen Seite stehen. Ich muss hier stehen. Ja. So. Weil das Fenster ist nämlich offen. Und deswegen, ja. Ich hoffe, die Musik übertönt das ein. Ein Apfel. Guck mal einer an. Oh, natürlich, jetzt fängt er noch die Kirsche an zu glocken. Andere Seite. Da. Bang, bang. Oh, falsche Taste. Meine Güte. So, die letzte Dreckkugel. Und dann haben wir noch eine Überraschungsdreckkugel. Was haben wir jetzt? Eine Feder. Sehr schön. Zauberflügel halten. So, und jetzt die Überraschungsdreckkugel. Mal sehen, was da so drin ist. Wie viel Ton brauchten wir? Drei oder nur einen? Vielleicht sind da zwei Ton drin. Das wäre natürlich der Burner. Und? Was ist das denn? Ein Stein. Unreines Leichtomit. Okay. Mach eine Legierung. Oh Gott. Gut, dann hätten wir das schon mal abgeschlossen. Blau können wir nicht machen. Dann würde ich sagen,
Hole ich mir jetzt irgendwo erstmal Wasser her. Und mir wurde auch gesagt, es ist immer gut, eine Kanne Wasser dabei zu haben. Weil das braucht man irgendwie immer. Was war denn hier? Oh, sieht nach Reparaturen aus. Die Schienen fehlen noch. Können wir da lang? Nee, immer noch nicht. Dann war die U-Bahn auch in der Hölle, ne? Also mit Hölle meinte ich dieses Lava-Ding, wo auch die ganzen Dreckklumpen waren. Gut, konnten wir hier hoch? Nee. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück wieder in die Hölle. Haben wir einen Hammer bekommen? Nee. Na gut. Patsch, 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 patsch. Wo kommen wir denn jetzt raus? Wie kommen wir überhaupt da hinten zu dem Schweinchen-Ding hin? Moment, ich sollte... Ich sollte noch irgendwas machen. Ich glaube, mit so einem Ding noch ein anderes Ding abschmeißen oder so. Aber das ist jetzt natürlich blöd. Weil wo kriege ich denn jetzt noch eins her? War da irgendwo noch so ein U-Bahn-Schacht oder nicht? Das ist auf jeden Fall, wo wir die Blume gießen müssen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück und holen uns... Komm. Und holen uns irgendwo her... Oh, da unten ist einer. Also einer ist auf jeden Fall da. Ist hier noch einer? Nee, schade. Die sind sonst keine. Da sind nur noch zwei Stück. So, was war mit dir? Hattest du mir irgendeine Aufgabe gegeben? Kannst du den Tierturbo? Die Geschwindigkeit und Sprungkraft sind klasse. Beweg dich mit Quadrat. Du kannst ihn auch mit einer Waffe benutzen, um ihre Reichweite und Wucht zu erhöhen. So, ich möchte jetzt auf jeden Fall Wasser holen. Ich weiß nicht, wo wir jetzt als nächstes Wasser herbekommen würden. Aber mir fällt halt nur der Anfang ein, wo es Wasser gibt. Knarz. Oh, guck mal, ein Apfel. Nein, 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 nein! Achso, das war okay. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass das Wasser weg ist. Das hier schon wieder. Jetzt kommen wir hier wieder nicht raus. Das Problem hatten wir das letzte Mal doch auch. So. Alles mit Geduld. Dann geht das auch. So, können wir das hier jetzt vielleicht...
Ne. Kriegen wir nicht kaputt. Hui. Brauchen wir den blauen Apfel? Nein. So. Ich weiß nicht, ob wir den gebraucht haben. I need water. Water. Wir haben auch noch nicht alle... alle Sachen bekommen. Alle Fische zum Beispiel. Warum steht hier noch so eine Kiste? Können wir doch schon aufmachen. Oh. Lebenselixier erhalten. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie wir diese Viecher da rauskriegen. Ne? Und warum seid ihr denn hier? Moment, ich muss mir mal hier gerade die dumme Hose ausziehen. Nee, ich denke mal, es sind die Vogelklamotten, die mich so nerven. Ja, also ich will nicht davon zerquetscht werden. So, hätten wir die beiden Fische auch schon mal. Und dann könnten wir jetzt eigentlich mal noch den Eimer ausrüsten. So, Eimer ist gewählt und ist voll. Ich habe keine Ahnung, wie wir den da rauskriegen. So, wir haben jetzt den vollen Eimer. Was ist das? Okay, wir können auch nicht ins Menü hier gehen. Das ist auch interessant. Ey, das war super gut von mir. Das war super gut. Aber wie gesagt, ich werde nicht alle, wie nennt sich diese Kristalle, werde ich nicht alle holen. Weil das ist mir dann doch zu viel Aufwand irgendwie. So. Da bin ich mal gespannt, was uns das tolle Blümchen gibt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir machen mussten, um da oben weiterzukommen, wo das Blümchen ist. Da war ja auch noch irgendwie so ein Wasserbecken, so ein komisches. Wir haben auch schon sehr viel geschafft jetzt in den 15 Minuten, also 14 Minuten. Da brauchen wir den Hammer, schätze ich mal, für. MC Hammer. Und wie wir da zu den Potion-Dingern kommen, die da unten drunter sind, das weiß ich auch noch nicht so ganz. So. Oder ist das das, was ich denke, dass das ist? Ja, ich weiß. Nee, da unten ist es. Da ist es. Aber was will ich denn hier überhaupt? Hier will ich doch gar nicht hin. Müssen wir erstmal dann gleich mal nach da unten gehen. Aber wir machen erstmal... Dann gehe ich halt nicht nach rechts. Ist ja gut. Okay. So, Moment. Ich glaube, jetzt ist das besser, wenn wir dann doch die Flughose auswählen.
So. Halt, geh weg.